Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Martha is Dead. Ja, und wir schauen uns weiterhin das Haus um, in dem wir uns hier gerade befinden, in dem Haus im Italien. Haben uns in der letzten Folge hier schon in der Küche umgeguckt beispielsweise. Wir waren hier in dem Esszimmer, wo das Frühstück steht. Wir waren hier drin auch nochmal, haben uns nochmal verabschiedet von Martha, haben uns hier nochmal ein bisschen umgeguckt und sollen jetzt mal in den Keller gehen, um zu schauen, was wir dort denn so finden können, ob wir dort was finden können. Und es sieht so aus, als würden wir da sogar rein dürfen. Wow, da ist ja nochmal ein riesiger Keller. Uiuiui, was ist denn da hinten passiert? Ist das Blut oder Wein? Kurzwarengeschäft Lorenzini. 5 Meter grauer Baumwollstoff. 6 Meter weißer Leinenstoff, 4 Meter grüner Satin. Ausgeliefert am 5. Juni 1944. Im Falle eines Problems kontaktieren Sie uns unter der Nummer 6987. Und dieser rote Stoff hier, er wurde nicht erwähnt. Könnte der auch von Mama sein? Oder könnte Nanny ihn hier gelassen haben? Ich würde ja liebend gerne mal mit dem Telefon hier versuchen, jemanden anzurufen. Leider, da funktioniert das eben nicht. Was haben wir da oben noch? Ist das der Kaugummi, den wir gesehen haben? Ich glaube fast sogar schon. Da ist noch ein zerknülltes Papier. Da sind eben die Stoffe. Oh, was war denn da? Rotlichtmenü. Eine Schere. Die könnte hilfreich sein. Ja, warum auch nicht? Nehmen wir die halt mal mit. Und die Nähmaschine. Mamas Nähmaschine. Sie lernte das Nähen, weil es sonst niemand nach ihrem Geschmack machen konnte. Notchi heißt die Nähmaschine anscheinend. Mamas Medizin. Ob sie ihr wirklich helfen wird? Ja, warum liegt denn die da unten rum? Sollte sie nicht eher bei sich haben? Weiß ich nicht. Aber was ist hier hinten geschehen, bitteschön? Sieht aus, als wäre da irgendjemand verblutet. Unser Wein. Papa ist sehr stolz auf ihn. Ich glaube, es wäre da irgendjemand verblutet. Es kann natürlich sein, weil da Rotwein drin ist, dass da irgendeine Flasche möglicherweise runtergefallen ist. Wobei die eigentlich alle relativ voll aussehen. Diese Schränke hier. Also selbst wenn da eine Ratte in die Rattenfalle reingekommen ist, die wird da nicht so viel Blut hier verlieren. Sieht aus, als ob da wer gestorben wäre und das wurde aufgewischt, so provisorisch. Sehr komisch. Sehr komisch, sehr komisch, sehr komisch. Da können wir doch was machen. Diesen Stoff kenne ich. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn jemals im Haus gesehen habe. Ja, dieser rote Stoff ist doch derselbe, der da drüben rumliegt. Na, schauen wir mal. Da können wir nichts mehr finden. Das ist jetzt auch gar nicht erwähnt, dass das Blut hier rumliegt. Also es muss doch Blut sein. Also es kommt mir zumindest so vor, als wäre das Blut. Da hinten können wir noch was anschauen. Wie viel Wein es hier gibt. Also es ist nur ein Bruchteil in den abgefüllten Flaschen. Hier gibt es in den Fässern noch hunderte Liter an Wein. Alter Falter, und die Fässer werden größer und größer und größer. Als ich klein war, kamen mir diese Fässer riesig vor. Ich dachte, ich könnte in einem von ihnen wohnen. Ja, kann man vielleicht auch. Es gibt ja jetzt eh diesen neuen Trend. Wie heißt denn der? Small Housing? Keine Ahnung. Wo du so ein ganz kleines Häuschen wohnst. Also das ist jetzt gar nicht mal so unmöglich, sag ich mal. Vermut mal rauskommen, werden wir hier nicht. Nee. Und was haben wir da noch? Diese Werkbänke faszinieren mich. Ich würde gerne das Tischlerhandwerk erlernen. Hier hat der Mann von Nanny meine Puppen gemacht. Ach, schön. Die Puppen, mit denen ich gespielt habe, wurden hier hergestellt. Das habe ich als Kind nicht gewusst. Sie haben mir immer erzählt, eine Fee hätte sie gebracht. Ich habe ihnen nicht wirklich geglaubt. Aber der Gedanke war schön. Naja, als Kind glaubst du halt oft, das kommt von irgendjemandem. Genauso wie der Weihnachtsmann, das Christkind, der Osterhase. Und schlussendlich waren es aber doch dann die Eltern. Ich finde das schön hier, muss ich zugeben. Ich finde das wirklich, wirklich schön hier. Ich guck nochmal ganz kurz da nach hinten, ob wir da noch was entdecken können.
aber ich glaube nicht, wie detailliert das hier alles ist. Mit den Weinfässern, mit den riesigen, mit den kleinen hier hinten, mit dieser kleinen Werkbank, wo die Puppen hergestellt werden. Schön, 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 schön. Ich mag das. Ich mag das, wenn man viel entdecken kann, wenn man viel erkunden kann und eben nicht nur so erkunden, sondern immer so eine kleine Geschichte dazu dann auch erfährt. Immer so ein paar Sätze dazu. Finde ich wirklich, wirklich schön. Ich mag normalen Wein nicht so sehr, aber ich bin verrückt nach unserem Dessertwein. Er ist sehr süß. Ja, ich weiß, ich bin ja nicht so der Freund da. Wenn es mir einen Sirup reingibt, so einen Himbeersirup, schaut auch so aus, bin ich auch dabei. Aber Wein ist nicht unbedingt mein Favorite, muss ich zugeben. So, und dann gucken wir mal in dieses Gruselzimmer hier rein. Oh, da geht sogar die Tür zu. Warum denn? Papa hat hier seine Dunkelkammer eingerichtet. Er fotografiert wegen seiner Arbeit nicht mehr. Aber die Fotografie ist immer noch seine wahre Leidenschaft. Ich darf die Dunkelkammer benutzen, wenn ich es möchte. Ja, wir müssen ja sowieso ein Bild da draus machen. Da kommt diese Dunkelkammer dann bestimmt ganz gelegen. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus aus dem Raum. Wahrscheinlich muss die Tür zu sein, damit da nicht irgendwie Licht von außen eindringen kann, sondern dass alles hier ganz gut ausgewertet wird. Schauen wir mal. Glupex. Zahlreiche Briefe. Extra hart. Glänzend. Ich hoffe, da gibt es ein Tutorial, wie man das Ganze hier erledigt, weil ich kenne mich da ganz ehrlich nicht aus. Wir haben irgendwann mal, ich glaube, das ist aber auch schon wieder eine lange, lange Zeit, ein paar Monate, wenn nicht sogar schon ein Jahr hier, ein Spiel gespielt, auch ein Horrorspiel, da mussten wir auch Fotos entwickeln. Kann mich aber überhaupt nicht mehr erinnern, wie das war. Wir haben auf jeden Fall diese Ablageflächen gehabt, haben das dann durchziehen müssen, aber ich weiß leider gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Man entwickelt Fotos mit drei Bädern. Das Entwicklungsbad, dann die erste Spülung und dann das Fixierbad. Die zweite Spülung erfolgt anschließend direkt im Spülbecken. Mhm. Okay. Also einmal, zweimal, dreimal und dann da rein. Wenn's stimmt. Und ein paar Fotos sind hier schon entwickelt worden. Guck mal, von dem schönen Schmetterling, die schöne Pflanze von draußen anscheinend, hier was von dem See und das hier kann ich nicht erkennen. Also für diejenigen, die sich da vielleicht auskennen, wie man solche Fotos entwickelt, die können da jetzt vielleicht mehr draus ablesen als ich. Ich bin ja da ein ziemlicher Noob, was das angeht. Bevor ich den Vergrößerer benutzen kann, sollte ich ein Foto machen. Na, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das sollte man vielleicht wirklich mal machen. Was haben wir da noch? Papa hat dieses Gerät letzte Woche herbringen lassen. Es ist alt, aber es funktioniert noch. Er hat Technik schon immer geliebt. Achtung, ohne sichere Erdung Lebensgefahr. Was ist denn das hier für ein Teil überhaupt? Irgendein Plattenspieler? Ich weiß ja nicht. Halt, Wiedergabeaufnahme. Vielleicht brauchen wir das ja auch noch. Oder es ist auch irgendwie so ein Überwachungsgerät, aber ich glaube, das war's gar nicht. Ich glaube, das ist eher was zum Aufnehmen bzw. zum Anhören. Vielleicht irgendwelche militärischen Dokumente oder sowas. Stand der Stuhl schon vorher hier? Ich denke schon. Ja, dieses Blut lässt mir keine Ruhe da hinten, muss ich zugeben. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Warum die darauf nicht eingeht, weiß ich nicht. Was ist das da für ein Gerät? Keine Ahnung. Na gut, ich würde sagen, wir müssen, glaube ich, sowieso nochmal hier nach unten kommen, wenn wir das Foto dann gemacht haben. Jetzt gehen wir mal nach oben und gehen mal nach draußen und werden mal schauen, dass wir das Foto jetzt auch mal erledigen. Nochmal ganz kurz auf unsere Ziele. Mache ein Foto im Garten. Von Spatzen, von Vögeln soll man ein Foto machen. Okay. Ganz viel Werkzeug. Anscheinend irgendein Gift, das man sprühen kann auf die Pflanzen. Und da können wir uns mal anschauen. Die schöne, 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 schöne Umgebung. All das, was wir bisher nur gesehen haben von innen. Von den Zimmern. Guck mal, das ist ein bisschen gruselig da oben, so halb offen. Da sind die Zimmer, die Fenster. Die Wäsche haben wir schon gesehen. Ach, guck mal, da unten. Süße Kühe und ein Schaf und Ziegen. Ach, wie schön. Nee, nur Schafe. Nee, auch eine Ziege. Ach, wie schön. Also da muss ich nochmal sagen, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, grafisch gefällt mir das Ganze hier wirklich, 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 wirklich gut. Das da hinten ist wahrscheinlich einfach nur ein Bild. Aber hier vorne, das mit den Kühen und so, gefällt mir wirklich gut. Da hat man auch geguckt, dass man ein bisschen die Umgebung
natürlich auch noch ausdesignt, ein paar kleine Dinge dazustellt, damit das hier nicht nur Grünzeug drumherum ist, sondern da steht halt unten mal eine Kuh, ein kleiner Stall, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, muss ich zugeben. So, wir gehen mal ganz langsam danach vor. Ich glaube, hier müssen wir das Foto machen. Da oben ist auch schon ein Spatz. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal hier im kompletten Garten um und werden dann schauen, dass wir ein Foto machen. Der wird ja hoffentlich nicht wegfliegen. Schauen wir mal, da ist das Fahrrad. Junior kann das Fahrrad nutzen, um sich schneller vorzubewegen. Ach, cool. Lassen wir jetzt mal stehen. Wir müssen ja nur im Garten rumlaufen vorerst. Wir haben natürlich, wenn wir noch mal auf die Map gucken, eine große, große Map vor uns. Bis zum See geht es da nach unten. Also, da werden wir das Rad vielleicht das ein oder andere Mal benutzen müssen, aber ich würde mich jetzt ganz gerne mal nur hier ganz kurz im Garten ein bisschen umschauen. Schöne Pflanzen, schöne Blumen. Da brauchst du ja fast sogar schon den Gärtner für das alles. Das ist ja alles riesengroß hier. Wo kommt man da hin? Ah, da geht es anscheinend dann schon nach unten. Okay, na, da wollen wir noch gar nicht hin. Das wollen wir uns jetzt noch gar nicht anschauen. Wir wollen es ja noch nicht komplett zuspoilern. Wir wollen ja jetzt erstmal hier ein bisschen gucken. Ich vermute mal, wir sehen das alles sowieso noch im Laufe des Spiels. Da kommen wir auch nicht rein. Finde ich aber gut, dass wir uns jetzt schon alles anschauen könnten, wenn wir wollen. Nur wollen wir noch nicht. Wir wollen uns das später dann anschauen. Denn ich vermute mal, wir werden noch Missionen haben, wo wir dann wieder bis zum See zurückgehen müssen. Kann ich mir gut vorstellen. Auf dem Weg dorthin gibt es ja, glaube ich, jetzt nicht so viel zu entdecken. Hin und wieder gibt es ein paar Mauern zu sehen. Aber sonst ist da eigentlich nur Weg, der uns dann schlussendlich bis zum See führen wird. Da geht es auch nirgendwo hin. Da wird es bis zum Tor gehen. Huch. Wo geht es da nach unten? Ah, da können wir drumherum gehen. Bis hier nach hinten. Und dann hier hinten wieder raufkommen. Ich kam hierher zum Angeln, als ich klein war. Ich ging mit dem freundlichen Mann, der für meinen Vater arbeitete. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Vielleicht ist er auch in den Krieg gezogen. Aber ich muss schon mal sagen, wunder, 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 wunderschön. Anders kann man das gar nicht ausdrücken. Das klare Wasser, das hier durchläuft, leider keine Fische drin. Wunder, wunder, wunderschön. Also es ist echt ein Wahnsinn, was man heute mit Spielen machen kann, was man heute aus Spielen rausbringen kann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gefällt mir wirklich, wirklich gut hier. Mal gucken, wo wir da jetzt hinkommen. Kommen wir da nochmal nach oben? Wo sind wir denn da? Theoretisch sollten wir da hinten nach oben kommen. Ja. Ich wollte hier immer schwimmen, wenn ich bei Nanny war. Auch wenn es kalt war. Naja, wirklich viel schwimmen kann man hier ja nicht. Okay, der Fluss wird da hinten weitergehen und hier kommen wir aber dann auch nicht mehr weiter. Da versperrt uns der Stein den Weg. Wir würden hier noch nach oben kommen. Und sind jetzt wieder beim Haus. Schön, 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 schön. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, muss ich zugeben. Ich komme aus dem Schwärmen einfach gar nicht raus. Kommen wir zum Tor eigentlich hin, oder waren wir da gerade schon? Ich weiß gar nicht. Wir gucken nochmal ganz kurz. Aber ich vermute mal, hinaus werden wir hier generell überhaupt nicht können. Nee. Da ist nichts. Okay. Na gut. Das kleine Häuschen da drüben können wir uns nicht anschauen. Und hier sind wir beim Eingang. Beim Eingang, wo wir die Blumen platziert haben. Die zwei hier. Wo wir gerade eben uns noch umgeguckt haben. Und dann gucken wir mal hier auf der Rückseite des Hauses, ob wir da vielleicht was finden können. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da überhaupt nichts finden werden. Da wäre ein Eingang, wo wir leider nicht reinkommen. Das sieht halt einfach nur schön aus, aber wirklich viel entdecken können wir hier leider vorerst noch nicht. Da sind wir auch schon wieder bei der Wäsche und hier beim Eingang. Schöne Zitronenbäume sind hier. Wunder, wunder, wunderschön. Ich kann es nur noch mal sagen, ich schwärme. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Grafisch wirklich, wirklich, wirklich ein großes Abenteuer. So. Können wir den jetzt eigentlich so fotografieren? Oder müssen wir näher ran? Du bist dabei, Juniors Kamera zu benutzen. Es ist eine Rolleicord von 1940 mit 120 mm Filmen. Du wirst sie benutzen, um während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Na, schau mal einer an.
Während du die Kamera hältst, erscheint ein Symbol, das Punkte von fotografischem Interesse anzeigt. Das Symbol erscheint und wird deutlicher, je näher du dran bist. Ich möchte mich jetzt nicht zu sehr zu diesem Vogel bewegen, weil ich irgendwie Schiss habe, wenn wir zu nah dran sind, dass der Angst bekommt und wegfliegt. Drücke E, um die Kamera und alle montierten Zubehörteile zu sehen. Du hast noch keine Kamera-Skins freigeschalten. Okay, wir haben jetzt nur einen Base-Skin. Na gut. Betrachtung stoppen. Suche das Motiv, das du fotografieren möchtest und drücke die linke Maustaste, um vorzufahren. Oder drücke Q, um den Kameramodus zu beenden. Na gut, wir haben das Motiv gefunden. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Betrachte die Kamera. Das war das hier. Okay. Und dann drücken wir mal ab. Du bist dabei, dein erstes Bild aufzunehmen. Um die Simulation zu vereinfachen, zeigt die Bildvorschau die Einstellungen an, während du diese an der Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjektiv gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Das klingt ja fast schon ein bisschen hoch. Bereite dich auf dein erstes Bild vor. Wenn du stillstehst, kannst du die Feineinstellung der Kameradrehung, Neigung und Höhe vornehmen. Öffne also erweiterte Einstellungsfelder, um das Foto einzigartig zu machen. Also wir können hier wirklich geile Fotos machen. Wir können uns noch drehen, wir können uns noch bewegen. Zu weit weg, unscharf, korrekt belichtet. Schön. Wir drücken mal Steuerung. Belichtungszeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verwende die Bedienelemente des Panels, um Fokus, Belichtung und Blende einzustellen. Drücke die Play-Taste, um zur Registerkarte Extras zu wechseln. Ach du Scheiße, das klingt aber wirklich kompliziert hier. Gott, nein. Da ist Extra. Hier findest du alle Erweiterungen für die Kamera. Du kannst verschiedene Objekte, Filter, Filme mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten und vieles mehr verwenden. Im Moment steht dir jedoch nur ein 100 ISO-Film zur Verfügung. Drücke die Steuerung, um das Panel zu schließen. Nach dem Schließen dieses Fensters stellst du die Kamera ein und drückst dann Space, um den Aufnahmemodus zu wechseln. Okay, also wir sind zu weit weg. Motiv haben wir erfasst. Wir sind aber jetzt noch unscharf. Wir können die Höhe ändern. Und die Neigung. Soll ich vielleicht ein bisschen drehen? Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, oder? Dann haben wir den Blumentopf da. Wie weit können wir denn ran? Ich möchte nicht zu nah ran. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Ich möchte gerne den Blumentopf dabei haben. So möchte ich das gern machen. Und dann müssen wir nochmal das Feld hier öffnen und wahrscheinlich die Belichtungszeit ändern. Auf 60 war es eingestellt, auf 30 haben wir es viel zu hell, da ist es viel zu dunkel. Wobei ich es doch ein bisschen dunkler gerne hätte. Ich nehme mal 100 und die Blende gucken wir auch mal. Unscharf ist das Ganze noch. Das wirkt hochkompliziert hier alles. Ja, bleiben wir mal bei den 6. Fokussierung können wir auch noch ändern. Unendlich. Also ich muss ehrlich zugeben, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Es ist komischerweise bei 4 bis 9 ist es scharf und dann wird es wieder unscharf. Dann bleiben wir mal hier und machen mal ein schönes Foto. Glückwunsch, du hast dein erstes Foto geschossen. Du kannst im Laufe des Spiels so viele Fotos machen, wie du willst, aber denke daran, dass nur einige wenige für den Fortgang der Geschichte entscheidend sein werden. Später wirst du erfahren, wie du die aufgenommenen Fotos entwickeln kannst. Wir können also die Umgebung fotografieren, so oft wir wollen. Wir können die Fotos wahrscheinlich dann später auch hochladen auf Steam, wenn wir das wollen. Da gibt es ja auch einen eigenen Bereich für Screenshots, für Fotos, die wir hier entwickeln. Und wir müssen die Fotos auch entwickeln, dann unten in dem Raum wahrscheinlich, im Rotlichtmilieu. Und einige wenige Fotos bringen uns anscheinend auch bei der Story weiter. Die große Frage wird sein, bringt uns das was, wenn wir nicht wissen, wann wir diese Fotos schießen sollen? Oder bekommen wir das vielleicht angezeigt, genauso wie wir das gerade eben angezeigt bekommen haben? Mal schauen. Großartig. Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln.
Okay, da waren wir ja auch schon drin. Ziehen aktualisiert, wir gucken gleich mal. Wir haben die Kamera ausprobiert. Jetzt müssen wir das Foto entwickeln in der Dunkelkammer und einen Abzug von dem Ganzen machen. Okay, dann würde ich sagen, geht's wieder zurück Papa in den Keller. Papa ist kurz im General in der deutschen Armee. Früher hat er an der Front fotografiert. Aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Ich darf nichts vergessen. Ich würde ganz gerne mal dieses Blut da unten fotografieren. Wer weiß, vielleicht bringt uns ja das irgendwie storymäßig weiter, wenn das da schon so hervorgehoben wurde, dass man anscheinend mit ein paar Fotos irgendwie storymäßig was erledigen kann. Ich hoffe, das wird angezeigt, dass man Fotos machen kann, so wie angezeigt wird die Dinge, die wir anschauen können. Ich probiere es jetzt einfach mal. Na gut, hier unten sehen wir ja nicht wirklich viel. Fokussierung, wie gesagt, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Sollen wir mal ein Foto machen? Wir machen mal eins. Das bringt uns aber anscheinend nicht wirklich weiter. Na, macht ja nichts. Wir haben zwei Fotos. Passt schon. Ansonsten können wir das eine ja wieder löschen. Ich glaube, das wird ja auch möglich sein. Na gut, liebe Freunde, die Dunkelkammer wäre hier. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, ob ich das hinbekomme, das Foto hier zu entwickeln. 3 Bäder und dann zum Schluss ins Waschbecken. Und dann schauen, ob wir irgendwas dahin bekommen können. Ob das Foto dann auch wirklich so aussieht, wie wir es gern hätten. Mal gucken. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier von Let's Play Marfa is Dead. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht hier in unserem Let's Play. Bis dahin. Tschüss.